wir mal am Werk. Ich muss dazu sagen, ich nehme das gerade früh am Morgen auf. Da kann ich immer noch am besten denken. Und ich habe mir gedacht, für ein Rätselspiel ist das vielleicht ein Vorteil. Schauen wir wieder. Achterbahn! Yeah. Mach ich nicht mehr. Rausgekommen. Da. Und das noch ein Unexplored Hatch, da muss ich natürlich mal hingehen. Habe ich sonst noch irgendwas? Da hinten. Da habe ich aber noch keinen Eingang. Da komme ich anscheinend noch nicht hin. Oh, wie habe ich den denn vergessen? So weit ging es nicht. Kann ich ja nach. So. Okay, das habe ich jetzt auch gefunden, 10 Stück. Gut. Ach, verdammt, falsche Taste. Memory Turn. Habe ich jetzt verpasst. Das kann ich nicht zulassen, wenn ich das weiterlaufe. Okay. Ich würde mich noch interessieren, wie ich jetzt zu den hier hinten komme. Obstacle. Ah, okay, da hindert mich noch irgendwas, daran zu kommen. Ich sage, fahr ich mal Aufzug. Yay, Starlight Express. Wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Hier oben. Zurück nach unten. Und Warp-Geschwindigkeit. Beziehungsweise Mobs-Geschwindigkeit. Hier war die ominöse Person. Hochtransportieren. Hallo. Ja, anscheinend nicht. Was gibt's da denn da oben? Ah, genau, den Button habe ich ja schon ausgelöst. Ich beschleunige jetzt mal alles ein bisschen. Wir sind hier. Exists. Warte mal, wenn ich jetzt hier hochgehe, oben komme ich raus. Da. Aber wie komme ich denn da hoch?
Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wo komme ich nochmal hier raus? Da. Komm ich nochmal hier rein? Wir fahren jetzt mal ein bisschen mit dem Starlet Express. Und dann komme ich hier raus. Gehe ich nochmal hier rein. Und dann komme ich hier raus, wenn ich hier reinspringe. Oh! Oh! Long Distance Teleporting. Okay, jetzt bin ich hier wieder. Also da oben bin ich gerade reingegangen. Dann kamen wir da oben raus. Ja, komm, ich bin faul. Starlight Express! Kann mich da oben direkt teleportieren? Cool. Jetzt am oberen, direkt mal rein. Teleporter. Okay. Der macht die Wand auf. Hallo, Idee. Naja, nicht so. So, ich stecke jetzt oben eine Person hin. Teleportiere mich. Okay, das scheint anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Oh mein Gott. Jetzt teleportiere ich mich einfach. Ups, setz sie da oben hin. Und zur Sicherheit. Und zack, zack. Ich glaube, bei 12 mache ich gleich mal ein kleines Brötchen. Wenn mein Hals doch zu kratzen anfängt. Nicht leichtfüßig. Ich bin einfach mal mit kurzen Hosen urlaubmäßig in die Schule gegangen. Was ich jetzt im Nachhinein als sehr, sehr dumm darstellt. Aber was machst du, ne? Jugendliche Dummheit. Willkommen. Licht aus. Kann ich mir jetzt auch. Okay, rot war ja nicht... jetzt habe ich verstanden. Cool. Ist noch ein Button. Was macht der? Ah, okay, da kann also entscheiden. Vorsprung! Wahrscheinlich da oben zu diesem Knopf. Erstmal alle Klone wiederholen. So, der kommt jetzt da drüben an. Wenn ich jetzt aber noch einen losschicke. Schicke ich mich hier selber weg. Ah! Ah, okay. Ich schicke mich also selber weg. Dann versuche ich doch mal jetzt hier eine Person oben hinzustellen.
mal. An meiner Position muss ja noch eine Person stehen bleiben. Weil sonst gehen dann hinten die blauen Lichter. Nein, ich will da nicht hin. Ich will da noch nicht hin. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen nachdenken. Wenn ich jetzt die Person da oben, ist auf jeden Fall muss. Wenn ich jetzt diesen Schalter hier nehme. Warte mal. Ich teleportiere mich. Rausgefunden. Komm schon, komm schon. Nein, mir fehlt einer. Ach nein. Oh, bin ich gerade inkompetent. So. Den da hoch. Muss nochmal überlegen. Den da die reinlaufen. Da stelle ich aber nochmal einen hin. Weil ich nämlich jetzt so die ganze Zeit. Passt das? Okay, jetzt muss ich gerade mal schon wieder überlegen. Der oben hier macht das rote Licht aus. Das heißt, da muss schon mal einer hin. Muss ich vielleicht jetzt noch einen da hochschicken? Ich laufe jetzt die ganze Zeit nach links. Der hat noch gereicht. Oh nein, jetzt bin ich gehüpft. Okay, warte, teleportieren kann ich mich jetzt nicht mehr. Aber... Oh, so hat's geklappt. Und ja, ich glaube, ich mache dann hier mal eine kleine Aufnahmepause. Bis zum nächsten Mal, sage ich dann. Und ja, tschö. Bitte hinterlasst viel konstruktive Kritik. Dankeschön.